Das Starship von SpaceX, die größte Rakete aller Zeiten, hat ihren ganz großen Auftritt. Aber wie das mit Stars so ist, die lassen sich gern bitten und so gab es heute leider keinen Start zu sehen. Es war jedoch ein grandioser Livestream von SpaceX und wir haben epische Bilder bei bestem Wetter aus Südtexas bekommen. Jetzt besprechen wir kurz die Highlights, die es heute zu sehen gab und was wann passiert ist und vor allem, warum letztendlich nichts passiert ist und wann es das nächste Mal losgehen soll. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem größten Raumfahrttechnikkanal im deutschen Sprachraum. Heute am Montag, den 17. April, wurde der erste Orbitaltestversuch des Starships von SpaceX angekündigt, der mit 120 Metern höchsten und mit 4600 Tonnen Gewicht größten, schwersten Rakete der Geschichte. Test und Versuch, wir wussten es schon, dass da nicht immer alles nach Plan geht, gehört dazu. Das Starship-Programm soll ja in der Zukunft nicht nur Fracht und Menschen in den Orbit bringen, sondern die NASA bei der Rückkehr des Menschen zum Mond im Artemis-Programm unterstützen. Ja, und wenn es nach SpaceX und Elon Musk geht, auch einmal für Reisen zum Mars und darüber hinaus genutzt werden. Oder zumindest seine Weiterentwicklungen. Angesagt war, dass um 14 Uhr MESZ das Startfenster öffnet, da auch mein Livestream ab 13 Uhr. Spoiler, es war mit 14.000 Menschen in der Spitze der mit Abstand erfolgreichste Livestream für Senkrechtstarter und mit bisher 120.000 Views auch das erfolgreichste Video von mir auf YouTube überhaupt. Während wir im Livestream waren, kamen schon die ersten Nachrichten rein, dass es etwas später werden würde. Um 13.40 Uhr kam die Freigabe vom Launch Director für den Betankungsprozess. Etwa 5 Minuten später wurde dann mit dem Betanken des Super Heavy Boosters der ersten Stufe begonnen. Flüssiger Sauerstoff im unteren Tank des Boosters und flüssiges Methan im oberen Tank. Um 14.04 Uhr MESZ wurde dann mit der Betankung des Starships, der Oberstufe, begonnen. Um 14.18 Uhr kam dann der Tweet vom Chef, dass Starship nun betankt sei und der Start noch eine Stunde entfernt. Und dann kam das, worauf wir alle gewartet hatten. Um 14.35 Uhr war der SpaceX Livestream online. Der begann natürlich mit einem epischen Starship-Intro von dem bisherigen Test. Das gab die richtige Einstimmung auf den folgenden Test. Der Stream wurde toll kommentiert von Kate und Siva, die wir als Senkrechtstarter natürlich von vorherigen SpaceX-Livestreams schon kennen. Und wie viele schon gehofft hatten, war John Innsbrucker auch als Kommentator für das eigentliche Startgeschehen dort. John gilt vielen als der beste Raketenstart-Kommentator der Welt. Ja, während des Betankungsprozesses konnten wir sehr gut die Eismarken auf dem Edelstahl sehen, was ja den Befüllungszustand verrät. Die Betriebsstoffe, flüssiges Methan als Treibstoff und flüssiger Sauerstoff als Oxidator, die sind kryogen. Sie werden sehr stark gekühlt, damit sie bei Umgebungsdruck flüssig sind. Für Methan müssen das mal mindestens minus 162 Grad Celsius sein. Für Sauerstoff sogar minus 183 Grad Celsius. Beim Befüllen der Tanks werden diese dann sehr kalt und die Luftfeuchtigkeit kondensiert an der Außenseite und bildet sogar Eis. Bei vielen Raketenstarts kann man dieses Eis dann im Moment des Lifts off tatsächlich auch abfallen sehen. Ich fand sehr interessant die Aufnahmen, die wir aus der Interstage bekommen haben, obwohl Interstage vielleicht hier der falsche Name ist, also die Trennebene zwischen Starship und Super Heavy Booster. Hier konnte man viele Details erkennen, wie zum Beispiel die Aufhängung der Gridfins oder die Düsenerweiterung der Vakuumraptoren. Aber auch die 33 Raptoren der ersten Stufe wurden live mit einer Kamera eingefangen. Absolut spektakulär, die Drohnenaufnahmen von dem betankten Starship mit Eismarken und mit Nebel, der aus der Tankfarm aufsteigt. Der gesamte Livestream war super durchchoreografiert und technisch perfekt umgesetzt. Professionalität vom Feinsten. Interessante Bemerkung von John Innsbrucker im Stream. T-40 Sekunden ist der Punkt, wo ein Hold vorgesehen wäre, beziehungsweise wo SpaceX gut aushalten kann, um die Rakete noch auf die letzten Betriebsbedingungen zu bringen. Dies wäre auch der finale Moment, wo der Launch Director das Startsignal gibt. Ja, gestartet wurde heute ja leider nicht. Bei T-9 Minuten im Countdown sagte John durch, wegen eines schon zu Beginn des Versuchs aufgetretenen R-Stufenproblems bricht der Launch Director heute ab. Genauer, man werde den Test bis kurz vor Start fortsetzen und als Wet Dress Rehearsal nutzen. Es gibt ja den ein oder anderen, der das von Anfang an für den eigentlichen Plan für heute gehalten hat. Den Grund für den Abbruch gab Elon Musk auf Twitter bekannt. Ein nicht näher bezeichnetes Druckventil sei gefroren und sollte das eben nicht zu lösen sein, dann gäbe es keinen Start heute. Und so kam es dann auch. Dafür durften wir die Raptoren ein bisschen tanzen sehen, zumindest die 13 in der Mitte, denn die Raptoren auf dem Außenrand sind nicht beweglich. Auch ein Bild, was wir nicht alle Tage sehen. Wir haben uns noch ein bisschen die schönen Bilder angesehen, aber viel Action gab es dann nicht mehr.
Abbruch hin, Abbruch her, kein Grund zur Enttäuschung. Ich bin super gespannt auf den nächsten Versuch. Nach allem, was diese grandiosen Bilder gezeigt haben, da kann eigentlich nicht viel schiefgehen, meiner Meinung nach. Sehr beeindruckend, was SpaceX da wieder abgeliefert hat. Das bringt uns zu der wichtigsten Frage, wann geht's denn wieder los? Da zu viel Treibstoff eingesetzt wurde, der nicht so einfach wieder für einen neuen Start aufbereitet werden kann, wird es mindestens 48 Stunden dauern. Aktuell ist der nächste Startversuch für Mittwoch, den 19. April, geplant. Das Startfenster öffnet um 15.28 Uhr und wäre dann bis 17.05 Uhr offen. Backup-Termine gäbe es am Donnerstag, den 20. April zur gleichen Zeit und am Freitag, den 21. April von 12 Uhr bis 17.05 Uhr. Alle Zeit nach unserer mitteleuropäischen Sommerzeit. Ja, ich denke auch, das größte Problem dürfte da das Wetter werden, denn die Vorhersagen für den Rest der Woche, die sehen leider nicht mehr so gut aus wie heute am Montag. Donnerstag wird es etwas besser, richtig gut tatsächlich erst am Freitag, heißt es. Wir bleiben aufmerksam. Ich schreibe die Updates auch hier auf YouTube in den Community-Tab. Dort müsst ihr allerdings aktiv reinschauen. Der YouTube-Algorithmus ist da nicht so vorteilhaft für mich. Über die neuesten Entwicklungen kann ich euch auch über meinen Twitter-Account auf dem Laufenden halten. Link findet ihr unter dem Video. Ja, das war meine Quick and Dirty Kurzzusammenfassung des Startversuchs. Ich hoffe, dir hat es wieder gefallen. Wenn ja, Like nicht vergessen. Du bist neu hier und willst weitere Neuigkeiten aus der Raumfahrt nicht länger verpassen? Ja, dann gern Senkrechtstarter abonnieren, denn neben den Raumfahrt-News am Sonntag gibt es ja mittwochs immer die Senkrechtstarter-Technik-Episoden und dazu spannende Talks mit Wissenschaftlern und Ingenieuren. Ich freue mich riesig auf den Starship-Start. Ich kann es auch kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.